Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Endlich nach 10 Wochen habe ich Zeit heute gefunden, meinen Sirup abzusieben und in die Fläschchen füllen. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr diesen abgesiebten Sirup auch aufkochen, dazu noch ein bisschen Zitrone geben. Es natürlich beim Aufhitzen verliert ein paar Wirkstoffe, aber ist trotzdem noch wirksam. Wenn ihr euch vielleicht nicht sicher oder irgendwelche Bedenken habt, könnt ihr es ruhig aufkochen. Viele machen das. Ich siebe es mal einfach durch und aufbewahre danach im Kühlschrank und dann alles hält und alles ist gut. Abgesiebt im Geschmack ist der, naja, kräuterlich so ungefähr und natürlich sehr süß. Ist ja logisch, es ist Sirup. Wir haben 1:1 mit Zucker gemacht. Im Geschmack ist es sehr dunkel, im Geschmack süß und wenn ihr das aufkocht und noch dazu Zitrone gibt, dann wird es etwas säuerlicher. Und so ist es, naja, Kräutergeschmack. Aber nicht bitter, schon durch das Zucker oder das irgendwelche unangenehme Geschmack ist das auch nicht. Nur natürlich sehr, sehr süß. Was würde ich euch raten? In die kleineren Gläschen auffüllen. Wenn ihr dann zum Beispiel krank seid und angefangen ist, dann meistens ist dann nach 7-10 Tagen, würde ich auch Lena nicht empfehlen, das anzunehmen. Dann lieber dann schon zum Arzt gehen. Durch das schon große Gehalt von dem Zucker auch nicht sehr gut, sehr lange anzunehmen. Wenn ihr natürlich keine Lust habt zum Sirup machen, könnt ihr euch einfach den Wegerich einfach trocken lassen. Aber richtig schön trocken lassen. Und da könnt ihr euch auch eine Tee zubereiten. Und die hilft auch sehr gut bei dem Husten. Besonders wenn es das so ein trockener Husten ist. Es ist dann schleimlösend und hilft das schnell es zu bekämpfen. Wie wird er angenommen? Angenommen wird es 3-4 Mal pro Tag. Die kleinen Kinder nimmt man erstmal mit einem Teelöffel und ab 12 Jahren dann kann man schon auch einen Esslöffel nehmen und 3-4 Mal pro Tag. So, liebe Freunde, ich wünsche euch natürlich, bleiben Sie gesund. Aber wenn wir krank sind, dann können wir auf unsere Medizin, mit unserer Hände gemachte Medizin greifen. Ich wünsche euch alles Gute und bleiben Sie gesund. Heute sind schon 10 Wochen, wie haben wir unser Wegerich mit Zucker eingestellt für den Sirup. Und so sieht er aus. Die erste Zeit, wo der Zucker komplett fast aufgelöst ist, habe ich immer so ein bisschen reingedrückt, dass den Kraut von dem Wegerich nicht oben ist, ja, weil dann kann passieren, dass es auf einmal dann schimmelt. Und dann, wo schon so viel Sirup entstanden, dass alles im Sirup ist und wahrscheinlich dann auch dem Wegerich sein Saft komplett abgegeben ist, habe ich dann nichts mehr gemacht. Die letzte dann sozusagen Monat habe ich gar nichts gemacht. Er stand einfach so im Kühlschrank und schaute, wie viel Sirup haben wir da. Und jetzt schön, richtig schön sich zieht. So. Und jetzt ist noch an die Zeit, ihn abzusieben. Ich habe jetzt mir so meinen Saftsack genommen und gebe ich es rein. Den Wegerich-Sirup kann man machen auf so eine Art, wie ich es mache. Aber da muss man wirklich sehr vorsichtig auf mehrere Sachen achten, dass wir auch beim Abwaschen nicht zu viel Wasser haben in unserer Blätter, dass es immer kühl steht, dass nicht anfängt zu schimmeln. Es kann man aber natürlich auch die Blätter, frische Blätter, einfach verkochen zu einem Sirup, wie wir es machen mit den Beeren und so weiter. Nur danach finde ich, wenn wir so roh machen, wir haben viel mehr Wirkstoffe, gesunde Wirkstoffe erhalten, als wenn wir das alles verkochen. Riecht, kann gar nichts beschreiben, nach was es riecht, nach Kraut irgendwie. Kann nicht definieren oder sagen, nach was es riecht. Und werden wir es richtig schön absieben auf den Sieb oder wir drucken es aus. Und unbedingt, bevor ihr das alles anmacht, die Hände richtig schön mit der Seife waschen. So viel Hustensaft haben wir. Kann an ganze meine Familie weitergeben, für die kleinen Kids. Darf man aber nicht übertreiben und wirklich das annehmen nach Bedarf.
So richtig gut ausdrücken. So, liebe Freunde, aus dieser Menge habe ich über 600 ml den Wegerichsaft rausbekommen. Und jetzt verteile ich es in so eine kleinere Gläschen. Nachdem jetzt ich dann verteile, mache ich dann zu und stelle es in den Kühlschrank. Und wenn mal einer krank ist, dann macht mal auf kleines und dann wird meistens es verbraucht, wenn er so klein. Es reicht gerade für eine Woche oder 10 Tage und dann ist er fertig. Nicht in große Flaschen das einpacken. Wenn mal schon einmal aufgemacht, dann wird es verbraucht und das war's. Und das werden wir jetzt es machen. Einfach in die Gläschen auffüllen. Die Gläschen habe ich sterilisiert und die sind trocken, keine Wasser vorhanden. Voll auffüllen, zudrehen und fertig unsere Medizin. Unbedingt ein Etikett draufschreiben, was ihr da habt. Und ich aufbewahre es in den Kühlschrank und hält es über Winter. Danach ist das meistens alle oder wenn man Glück hat und überhaupt keiner krank ist. Und am nächsten Jahr dann bereitet sie sich lieber frische. Ich lasse es nicht über Jahre stehen. Sagt man, dass es könnte auch über mehrere Jahre stehen. Habe ich selber nicht probiert. Mache immer so viel, dass es wird über Winter verbraucht. Und wenn er sogar keiner krank ist, manchmal macht man so wie eine so Vorsorge. Einfach ein bisschen in die Tee reinmachen. Das kann man auch machen. Aber so auf die langere Zeit würde ich euch auch nicht raten, das einzunehmen. So, liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig? Haben wir uns was für unsere Gesundheit ausgemacht? Und ich wollte euch einfach ein Endprodukt, wie es das nach 2-3 Monaten aussieht. Und ich hoffe, wenn einer von euch das gemacht hat, dass es auch gut alles geklappt und gut funktioniert. Und liebe Freunde, bleiben Sie gesund. Es wäre natürlich am besten, mal gar nichts krank werden, aber wenn mal was krank ist, dann hat man was Eigenes. Ich wünsche euch alles Gute, liebe Freunde, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!